So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Total War Warhammer 3 Kampagne. Ein weiteres Let's Play. Wie immer natürlich ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, dafür YouTube nachträglich hochgeladen. Und in dieser Kampagne spielen wir Skarbrand, also Khorne, sein... Ja, Lakai will ich fast sagen. Das Ganze natürlich wieder auf Legendär. In der letzten Kampagne haben wir noch mit der Echse. Waren wir noch mit der Echse unterwegs, das war ganz cool. Wir gehen hier bei Khorne mal schnell alles Schritt für Schritt durch. Also, wir haben hier, das sind die Units, mit denen wir starten. Rauskrieger, die zeige ich dann später noch im Kampf. Dann Fraktionseffekt, Armeen füllen sich in fremden Gebieten wieder auf. Das brauchen wir auch, weil wir zerstören sehr viel. Diplomatische Beziehung minus 20 mit Fraktionen des Khorne. Wir sind eh kriegerisch unterwegs, also im Grunde genommen hasst uns alles und wir hassen alles. Bewegungsreichweite auf Kampagnenkarte plus 15 nach Niederreißen einer Siedlung aller Charakter. Das heißt, die könnten eine Siedlung niederreißen und dann kriegt ihr ein bisschen Bewegungsreichweite dazu. Dann der Kommandanteneffekt. Bewegungsreichweite auf Kampagnenkarte 25% nach Sieg in einer Schlacht. Das werden wir ein paar Mal sehr, sehr effizient nutzen können. Und Rekrutierungskosten. Minus 35% in feindlichen oder niedergerissenen Regionen. Wir können nämlich auch einige Einheiten rekrutieren, wenn wir nicht in unserem eigenen Gebiet stehen. Wir spielen das Ganze wieder auf Legendär und sehr schwer. Nicht, weil es einen gigantischen Unterschied zu sehr schwer eben der Schwierigkeit macht von der Kampagne her. Aber ja, naja, wenn, dann nehmen wir gleich das Höchste, ne? So, den Rest lassen wir wie immer. Die ultimative Krise werden wir wahrscheinlich gar nicht groß spielen. Ich mache ja aktuell eher etwas kürzere Kampagnen. Also so der große Sieg, da habe ich Bock drauf. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. Die sich übrigens beim Exen Let's Play von Total War eingetragen haben, also zu, ich glaube, Nakai der Wanderer heißt der, ne? Die haben jetzt in diesem Run die Chance, einen Kommandanten- oder Heldennamen zu kriegen. Wenn ihr das für die nächste Kampagne haben möchtet, wenn ihr es auf YouTube guckt, müsst ihr in die Kommentare schreiben, Ausrufezeichen Held oder Hashtag Held. Dann nehme ich euch in der Liste auf und für den nächsten Run, ich weiß noch nicht, was es sein wird, Vampirküste vielleicht oder was ganz anderes, mal wieder Zwerge. Wir gucken mal, dann habt ihr da die Chance, Kommandanten- oder auch Heldennamen zu kriegen. Gut. Throughout this land, in a tide of blood, Khorne commands it. Super. Khorne befiehlt es. Wir gehen auch hier die Sachen wieder Schritt für Schritt durch. Sammelt während eurer Kampagne Schädel, um eure Fraktion zu vergrößern und voranzubringen. Oder sendet sie zum Schädelthron, um mächtige temporäre Effekte zu erhalten. Wir haben hier neben der normalen Gunst haben wir auch noch Schädel. Die kriegen wir durch Schlachten, wenn wir Siedlungen niederreißen, also ne, schön aufgelistet, was es alles gibt. Und die können wir einsetzen für Forschung oder auch für den Schädelthron, der uns dann Boni gibt, da gehen wir gleich drauf ein. Entsättet eure Streitkräfte in mehrere Schlachten hintereinander, um euren Blutvergießen so hoch wie möglich zu halten und immer stärkere Boni zu kriegen. Das ist super, super wichtig, das zeige ich gleich, sobald wir... Ne, ich kann es sogar jetzt zeigen. Das hier ist Blutvergießen. Und das habe ich am Anfang, als ich ihn das erste Mal gespielt habe, ein bisschen unterschätzt. Denn wir haben hier, wenn ihr jetzt zum nächsten rutscht, seht ihr, wir gehen von Wachstum auf 45 und dann auf 60 und dann auf 70. Alle Provinzen. Das ist einfach global. Ne? Also einfach alle Provinzen kriegen mehr Wachstum. Wir können also sehr boosten, indem dass wir mehrere Armeen holen oder noch zusätzliche Armeen. Das zeige ich nachher gleich. Wo wir dann deutlich mehr Wachstum kriegen und die Verlustverstärkungsrate für alle Armeen wird auch erhöht. Also auch für alle Armeen, das zählt für ihn selber plus alle anderen Armeen, die herumrennen. Das heißt, die frischen sich sehr schnell wieder auf. So, reißt eingenommene Siedlungen nieder, um temporäre Dämonenarmeen zu beschwören, verbreitet Zerstörung in Provinzen, die ihr teilweise besitzt, um eine Chance zu halten, sie automatisch zu besetzen. Das zeige ich nachher. Vermeidet Khorne-Korruption, um Khorns Chancen im großen Spiel zu verbessern und unheilige Manifestationen freizuschalten, euren Armeen deutlich verbessern. Also, ja, die erste Armee müssen wir besiegen. Wir gehen das schnell durch. Das hier sind die unheiligen Manifestationen. Wenn wir ganz, ganz viel Khorne-Korruption verbreiten, dann schaltet das hier die nächsten Sachen frei und kriegen verschiedene Boni. Hier können wir zum Beispiel eine kleine Armee holen, die unsere Armee angreift. Dadurch kriegen wir natürlich Schädel, Erfahrung und können das Blutvergießen aufrechterhalten.
Und dann haben wir hier Bewegungsreichweite, zum Beispiel 50% mehr. Hier haben wir Schädel durch getötete Feinde, 100% mehr. Das heißt, dann kriegt die doppelte Menge. Und ja, hier kriegen wir extrem viele Schädel, in denen sie die Sachen kaputt machen. Das ist eben die Manifestation. Dafür müssen wir unsere Korruption verbreiten. Das ist das hier unten. So. Ja, die Blutarmee, die wir holen können, das zeige ich nachher. Ich glaube, so heißt sie, ne, die Blutarmee. Und dann schnell die Forschung. Forschungstechnisch, seht ihr, ist es so aufgebaut, wir müssen eine bestimmte Anzahl geforscht haben im ersten Bereich, bis wir in den nächsten können und so weiter und so fort. Und das kostet uns auch alles Schädel. Das heißt, auch da müssen wir gucken. Wir gehen jetzt aber nicht direkt auf die Forschung, sondern das, was wir jetzt machen, ist, wir holen zuerst den Schädelthron, also wir darbieten 2000 Schädel, kriegen dafür minus 1 Bauzeit für die Gebäude, Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte nach Niederreißen einer Siedlung, Einkommen aus Beute, das ist das, was wir jetzt gerade wollen, damit wir für die erste Schlacht schon mehr Einkommen kriegen, und Armeefähigkeiten aus dem Jenseits herbeirufen. Das können wir dann während der Schlacht verwenden. Armeen des Blutes plus 2 Einheiten bei Erschaffung. Das mit der Armee des Blutes zeige ich, wenn wir dann hier sind. Das kann ich nämlich jetzt noch nicht zeigen. Wir nehmen den Helden übrigens extra noch nicht rein, weil er gibt uns ein bisschen Bewegungsreichweite Mali. Und wir kämpfen das Ding natürlich selber, um die schönen Einheiten auch zu zeigen. Ah. So, die Orks, die Wildorks sind ein bisschen ein Problem, weil die haben physische Resistenz. Unsere Dämonen haben dafür aber, ich glaube, Feuer- und Magieschaden. Das heißt, da können wir gut was rausholen. Die Reiter sind immer ein Problem, gerade am Anfang, weil wir noch nichts gegen Reiter haben. Da werden wir aber Skabrand ein bisschen in die Offensive schicken. So. Also, der große Anführer unserer Fraktion ist Skabrand. Chat, ist eigentlich Sound gut? Also, Audio und so für euch alles top? Ja. Das ist ein Biest. Außer er wird von Distanzkämpfern angegriffen, dann kriegt er Probleme. Dann haben wir unsere Chaoskrieger, die von Korn seine. Die essen am Morgen viel Vollkorn, deswegen sind die so gut unterwegs. Den Witz musste ich irgendwo einbauen. Alles gut? Gut, super. Dann haben wir die Zerfleischer, das sind die Dämonen von Korn. Die haben hier, ja, Magieschaden, genau, Feuer haben sie nicht. Unten haben wir noch die Doggos, die Raushunde. Die brauchen nur die Bogenschützen ein bisschen unter Druck zu setzen. So. Oh, hab ich's nicht geklickt? Oh, ich hab's nicht geklickt, ne? Ich Trottel. Ja, das war jetzt dumm. Ich hätte es noch aktivieren müssen. Das habe ich die ganze Zeit erklärt und habe vergessen, die Dings zu aktivieren. Naja, das ist jetzt halt Pech. Ich hätte jetzt nämlich Dämonen rufen können und wir hätten 25% mehr Beute gemacht. Aber ich Vogel habe verlaut erklärt vergessen. Vergessen das zu aktivieren. Naja, gut. Mach nix. So, er selber kann Feinde in Randale versetzen, also dass sie einfach irgendetwas angreifen. Wir bewegen uns mal schnell wieder raus. Gegen den Bogenschützen. Machen wir schnell einen anderen Winkel, damit die Bogenschützen daneben schießen. Sehr gut. Da gehen wir wieder rein. So, ein bisschen bewegen hier. Die Bogenschützen etwas unter Druck setzen. Okay. So, dann nehmen wir ihn hier rüber. Ich soll die Bogenschützen jetzt holen. Hier geht mal von hinten rein. Er müsste schon angreifen jetzt. Also.
Okay. Die Reiter sind hier ordentlich reingedonnert. So, wenn wir genug getötet haben, können wir übrigens hier noch das aktivieren. Das gibt nochmal ordentlich viel Nahkampfangriff. Das setze ich sogar hier ein, damit die hier nicht so aufs Maul kriegen. Die kriegen gerade ordentlich aufs Maul, das ist nicht so gut. Das Ziel wäre eigentlich, dass wir überleben. Und wie du mal denen helfen da bitte. Die Hunde leiden auch gerade. Ja, die wollen wieder raus und rein reiten. Schauen wir schnell, wie wir das verhindern können. Nein. Naja, so halt, ne? Ärgert mich ein bisschen, dass ich vergessen habe, den blöden Knopf zu klicken oben. Ah, er hat noch Mut. Ja, dann. Und die haben auch noch Mut. Ja, dann. So, wir killen alles. Keine Gnade. Zumindest alles, was noch steht. Bin mir nicht sicher, ob es einen Unterschied macht, aber ich glaube, auf die Beute macht es am Ende einen Unterschied, ob wir die noch mitnehmen oder nicht. So, platt. Ja, wir hatten jetzt 25% mehr Beute aus der Schlacht geholt, wenn ich den Knopf geklickt hätte. Aber ja, man vergisst auch mal Dinge. Schade. Aber gut. Daran wird unser Run nicht scheitern. Also, wir klicken jetzt. Das, was wir jetzt machen, das hätten wir vorher machen müssen. Ich zeig's gleich. Dafür opfern wir 2000 Schädel, aber kriegen mehr Beute. So, wir können jetzt die Gefangenen ernten, also wir kriegen die Schädel. Armee verstärken oder gesammelte Gunst? Wir nehmen die Schädel. Wir nehmen wahrscheinlich immer die Schädel. So, ich zeig das. Das hier hätte ich klicken müssen erst. Moment. Ah, schön, ein Banner. Das hier. Damit, ja, für den Schädelthron. Das war jetzt nicht so clever. Dann machen wir marschieren. Dann kriegen wir noch 5% mehr Reichweite. Damit können wir hier hin marschieren. Ich glaube, du hättest 25% mehr Beute gekriegt, wenn du den Knopf gekriegt hättest. Echt? Wir geben das schnell ihm. Dann machen wir umkreisen. Und jetzt die Person, die beim letzten Let's Play, also bei den Echsen, die Namen in die erste Folge geschrieben haben, mit Ausrufezeichen Held, Ausrufezeichen Hashtag Held, die haben jetzt die Chance. Ihr YouTuber habt jetzt die Chance, den Namen hier von diesem Helden zu kriegen, und das ist Hau drauf wie nix. Wäre 79, die lassen wir weg, ne? Hau drauf wie nix. Der gute Herr heißt jetzt Hau drauf wie nix, ist unfassbar passend. Und mein lieber Hau drauf wie nix, du bewegst dich jetzt hier hin und unterstützt unseren guten Skarbrand. So, Technologiemangel noch nix. So, damit wir weniger Verluste haben, greifen wir das natürlich an. Falls ihr euch fragt, warum es so Mikro-Lags hat, das liegt daran, dass das Spiel jedes Mal speichert. Wenn ich eine Stadt angreife, dann speichert das Spiel, weil es ist ja auf legendär. Wenn ich die Stadt umstelle, speichert das Spiel. Also das Spiel speichert immer wieder, damit ich nicht Speicherstände missbrauchen kann. Also nicht irgendwo angreifen kann und dann laden, wenn ich verloren habe.
Weil auf legendär das ja eben nicht möglich sein soll. So. Wo haben wir ihn? Hier. Das ist unser guter Hau drauf, Phoenix. Du wirst auch Hau drauf, Phoenix, machen. Du hast nämlich hier übrigens noch Verstärken. Waffengrundschaden plus 20, Rüstungsdurchdringen, Waffenschaden plus 20, wenn du mehr als 60 Gegner getötet hast. Ja, das ist, weil er ein Dämon ist. Die fliehen ja nicht. Stell den mal hier auf. So. So, die aus dem Jenseits herbeirufen, die Dämonen, das ist eigentlich das, was ich ursprünglich mal machen wollte. Weißt du was, renn du mal dahin, bitte. Könnt mit der Shift-Taste übrigens, also könnt hier normal anklicken und dann Shift gedrückt halten und dann hier hin, dann macht ihr so einen Bogen. Also sie irgendwie außen rum schicken wollt. So, dann holen wir hier die Dämonen. Weiter bewegen. Wir wollen Scarborough nicht alleine kämpfen lassen da. Bisschen aufteilen bitte. Tja, die Hunde kommen nicht wirklich klar gegen die Schützen da. Tinkster, danke schön für 51 Monate. Hallöchen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Weg, 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 weg. So, da schmelzen gerade die Dämonen. Die Hunde sollen abbauen. Ich will die eigentlich behalten. Ah, ist ja gar noch nicht fertig hier. Macht immer. Ich soll mal die jagen, die da rumrennen. Ihr kriegt mal einen Nahkampfbonus. 24 ist nämlich schon ordentlich viel. Finde ich zumindest. Okay, wir suchen da die noch zu holen. Schlachten uns hier ordentlich durch, ne? Okay, die Hunde gehen drauf. Ich will die behalten. Wir schicken die einfach nicht mehr in die Offensive. Schon okay. Ja, außer gerade, wenn alle fliehen. So. Wir versuchen noch möglichst viele Schädel zu holen. Prügel sie weich. Lässt sie auf. Ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung hat, aber wir machen es einfach mal. Ich dachte eben schon, aber das, ich habe das Gefühl, je nachdem, wie es gerade geupdatet wird, mal schon, mal nicht. Essen. Yum, yum. So. Ja, die da hinten jagen wir jetzt nicht. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir holen jetzt die Blutarmee, weil auch die Blutarmee uns dann einen Bonus gibt.
Also ein Wachstumsbonus. So. Und die Krone. So, jetzt haben wir mehrere Sachen. Wir können es besetzen, das kostet uns Schädel. Wir können es ausrauben. Wir können es kaputt machen. Oder wir können ein Blut für den Blutgott, ne? Schädel für den Schädelthron. Und können dadurch eine kleine Blutarmee holen. Dadurch, dass wir das hier aktiviert haben, dürften in der Blutarmee jetzt auch ein paar Einheiten mehr sein. Das heißt, wir klicken es an. Und haben jetzt hier die Blutarmee, wie ihr seht. Die sich halt nicht bewegen kann. So. Wir können jetzt nicht hier hinlaufen, ne? Das seht ihr. Wir können auch nicht groß was rekrutieren. Dafür müssten wir halt die Stellung wechseln. Wir machen den mal schnell. Ah ja, zum Erklären. Das hier gibt 5% Bewegungsreichweite und das hier gibt Einheitenerfahrung pro Runde 75. Finde ich ganz nützlich, dann werden die einfach über Zeit trainiert. So, hau drauf, ihr nix kriegt. Mobilität steigern. Macht das viel aus? Warte mal schnell für die Armee. Kommen bis hier hin. Ich sehe keinen Unterschied. Aber müsste eigentlich schon. So, jetzt wenden wir einen kleinen Trick an. Wir haben ja noch die heilige, unheilige Manifestation. Das heißt, wir attackieren uns selber. Ja. Mit der unheiligen Manifestation. Und wenn wir die Schlacht gewinnen, kriegen wir nochmal Bewegungsreichweite dazu. Und dann können wir zur kaputten Siedlung hinlaufen. Um die kaputte Siedlung zu besetzen. Normalerweise ist es so, dass kaputte Siedlungen mit der Zeit so oder so besetzt werden. Aber in dem Fall mache ich eine Ausnahme, dass wir ein paar Schädel opfern. So. Wir stellen uns tatsächlich hier auf. Ich stelle die mal ein bisschen hinten hin. Ich auch. Und hier kommen wir da rein. So. Wir warten jetzt hier. Weil er kommt eher auf uns zu. Und die Idee ist eigentlich, dass wir die aus dem Jenseits aktiv brauchen. Ich nummeriere die schnell und schließe die Gruppe. Dann kann ich nämlich so angreifen. Es tut richtig weh auf beiden Seiten. Wir müssen die hier schnell unterstützen, ansonsten gehen wir die nämlich drauf. Das ist echt ein knappes Ding gerade, ne? Nicht kaputt gehen. Stärker werden. Oh mein Gott. Ich kann nämlich verwesen, das will ich nicht. So, ihr geht raus. Ihr geht auf ihn rein. Knappes Ding, knappes Ding. Ihr habt den Ansturm gesehen, ne? Das ist unglaublich viel Nahkampfschaden. Wir haben nichts groß auf Distanz, aber im Nahkampf sind die unschlagbar. Und sie sind halt auch im Nahkampf unschlagbar. Es ist ja die gleiche Einheit, ne? Und auf legendär bescheißt die KI. Sind sie immer stärker und besser und mehr Mut und Führerschaft auch mehr. Tja. Also, jetzt werdet ihr sehen, dass der Kommandanteneffekt uns mehr Bewegungsreichweite gibt nach der Schlacht und wir bis zur Siedlung kommen. Und wir nehmen die Schädel mit. Ah, ganz knapp. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Machen wir mehr das hier? Also gehen wir hier unten schon durch, um mehr Bewegungsreichweite zu kriegen? Oder hier oben? Ab wann kann ich das machen? Ab 13. Schädelsammler. Zerschmetterer. Höllen.
Dings. Okay, warte schnell, ich habe eine Idee. Also hau drauf, Inix, du wirst einfach stärker. Du kriegst Waffenstärke und Angriffsbonus, das ist völlig klar. Wir bewegen uns schnell mal hier rein. Dann für 2500 kolonisieren wir das. Ist eigentlich nicht vorgesehen, sollte man eigentlich nicht machen. So, dann holen wir 3 Zerfleischer. Und dann haben wir eigentlich eine relativ große Zerfleischertruppe, ne? Wo ich fast schon sagen würde, dann gehen wir doch auf Schädelsammler hier, ne? Weil wir immer wieder die dabei haben. Oder auch die hier. Dann machen die ein bisschen mehr. Zumindest mal, dass Verlustverstärkung wichtig wäre. Ja, könnten wir machen. Wir gehen zuerst mal auf die Basis, dass die Basis stärker wird. Wir werden Verlustverstärkung hier ein bisschen ranholen. Der hier übrigens, wenn er ein paar Schlachten hat, kriegt den Bonus auch. Das heißt, wir holen den Wachstum von den beiden raus. So, jetzt müssen wir hier kurz gucken. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte 10 für Armeen des Blutes. Das sind die, die wir geholt haben durch das Zerstören der Siedlung. 5% Chance, Ruinen, Provinzen bei der Rundenbeginn zu kolonisieren. Fraktionsweit, genau. Alle Provinzen mit. Einkommen nach der Schlacht, Einkommen nach einem Überfall, Unterhalt für die Armeen des Blutes, ja, Geld pro Runde, Unterhalt für Chaoskrieger, aber Resistenz. Ich würde sagen, wir gehen mit Verbreiten des Zorns. Es funktioniert nämlich folgendermaßen. Normalerweise würden wir hier eine Ruine machen, ja, und in dem Gebäude hier, wenn ihr drauf geht, steht dran 5% Chance, Ruinen, also in dieser Provinz, bei Rundenbeginn zu kolonisieren. Das heißt, wenn das eine Ruine ist und das eine Ruine ist, dann haben wir 5% Chance, dass einer der beiden zu meiner Siedlung wird. Und das erhöhen wir jetzt nochmal mit der Forschung. Wir kolonisieren nicht viel, sondern wir reißen nieder und lassen es dann automatisch kolonisieren. Aber weil ich hier rekrutieren wollte, habe ich entschieden, dass wir es doch einnehmen. Ich suche das noch schnell, obwohl in der nächsten Runde werden wir ziemlich viel Minus haben, oder? Ja. Können wir mit irgendjemandem eigentlich so einen Nicht-Angriffspakt schließen? So. Clan Moors. Clan Moors hat gar kein Problem mit uns. Die Orks haben ein bisschen Problem mit uns. Die haben ein sehr großes Problem mit uns. Die haben auch ein sehr großes Problem mit uns. Die auch. Ich würde sagen, wir freunden uns mit den Ratten an. Weil das sind die einzigen, die einigermaßen brauchbar sind für uns. Kann ich eine 10 hier noch rausholen? Nein. Gut, gut. Was du willst. Das sind die Orks. Sind auch Orks. Wir könnten uns mit den gewalttätigen Orks anfreunden. Wir machen einfach mehr mit den Orks, mit den garstigen Orksen. War nicht Angriffspakte, damit wir einfach die Seiten mal gesichert haben. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, und wir machen es jetzt einfach. So schlecht wäre das nicht, dann könnten wir hier schon die Chaos-Dings holen und vor allem könnten wir hier Kultisten holen, ne? Wie viel Unterhalt kosten die? 180, sagen wir 200, sind 600. Minus 60 sind dann 540. Haben wir für eine Runde spatzig, könnten aber nicht rekrutieren in der nächsten Runde, ne? Ich will das als nächstes nämlich ausrauben. Also gut. Wir geraten jetzt in ein Minus. Das will ich plündern, das will ich plündern. Die Idee ist jetzt folgende. Wir rennen hin, wir plündern die Stadt
warten eine Runde und dann greifen wir nochmal an und reißen sie nieder. Dann haben wir zwei Schlachten geführt, ja? Und das machen wir immer mit beiden Armeen. Also wir laufen zusammen hin. Dann kämpfen auch beide. Und dann kriegen beide diesen Blutbonus. Und damit pushen wir den Wachstum. Also hier, ne? Wir können bis hierhin laufen und in der nächsten Runde dann bis dahin. Das dürfte gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf der anderen Seite spielt es nicht so eine große Rolle. Na, wir rennen rein. Ist schon gut. Wir haben das Geld gerade nicht. Und wenn die zwei hier zusammen agieren mit dem, was hier drin ist, ich meine, hallo. Das kostet mich übrigens auch alles Unterhalt. Wir könnten die noch ein bisschen runternehmen. Das würde auch gehen. Je länger sie übrigens nicht kämpfen, Fortschritt verfällt, wenn nicht gekämpft wird. Runde, ja. Also wir müssen wirklich gucken, dass wir viel kämpfen. So, diplomatisch können wir, glaube ich, nicht viel machen. Mit ihm könnten wir was machen. Aber das große Problem, das wir bei ihm hier haben, ist folgendes. Er hat hier die Blutgrunde. Das heißt, alles, was wir niederreißen, kann dann von uns nicht mehr richtig besiedelt werden. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht. So. Übrigens, die Blutarmeen, die wir holen, die bleiben nur 5 Runden. Wenn wir aber kämpfen, verlängern wir das, ja? Er läuft hin. Er läuft ran. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir das überhaupt selber kämpfen? Ich meine, mit dieser Armee, ich könnte die Einheiten halt zeigen von denen, ne? Wir machen es mal Auto. Ja, perfekt, okay. So, jetzt besetzen können wir es nicht, weil wir nicht genug Schädel haben. Wir könnten es jetzt zerstören oder wir rauben es aus. Wir rauben es aus. Das ist die Idee dahinter. Weil in der nächsten Runde haben sie wieder ein bisschen Garnison, dann kämpfen wir nochmal. Obwohl er auch mal kämpfen müsste, damit er die XP kriegt und so. So, also hau drauf, Inix, du wirst zum Töter, zum Zerstörer, zum Niedermetzler. Du bist zum Niedermetzler. Physische Resistenz ist immer ganz gut. So. Jetzt laufe ich hier hin. Ich weiß nicht, ob wir das in der nächsten Runde niederreißen können und dann sogar noch bis rüber kommen. Wir werden es ausprobieren. Bin sehr gespannt, ob das geht. Ah, sehr schön. Oh, ein Disziplinierter. Ihr auf Twitch könnt mal Ausrufezeichen Held in den Chat reinschreiben. Ihr kriegt nämlich den Namen des Kultisten. Ich bin nur gerade am Überlegen, wo wir den ranholen. Holen wir den hier ran? Schicken ihn dann straight so durch, dass er dann sich hier trifft. Eine Möglichkeit. Wäre schon eine Möglichkeit. Also, wir haben hier jetzt ein bisschen Wachstum, ne? Also ihr seht auch, dass das doch ordentlich schnell geht dadurch. 7 Runden, dann könnten wir das upgraden. Ich bin am Überlegen, ihn zusammenzusetzen mit jemandem hier.
Obwohl wir die Kohle nicht haben. Wir können auch hier sitzen und dann rübergehen. Ah, wir machen ihn hier. So. Cultist of the Blood God. Master of Blood. Praise the Blood God. Blut für die Cornflakes, Calcium für den Schädelthron. Genau so. So, also. Der hier trägt den Namen. Rico Platter. Das R muss groß. Rico, willkommen, willkommen. So, weiter geht's. Wir müssen hier hin. Bin jetzt gespannt, ob das klappt, dass wir das ausrauben können und dann noch bis rüber. Also niederreißen. Weil das zählt sich ja auch wieder als Schlacht. So, jetzt ist eine Garnison wieder drin, wie ihr seht. Wir greifen an. Warte, ich muss seine Bewegung schnell ändern, nicht, dass da irgendwas buggt. Weiß nicht, ob er es buggen kann, aber ich will schnell auch das hier ändern. Ah ja, wir können übrigens auch noch Stellung Kampf Probe. Dadurch kämpfen wir die ganze Zeit gegeneinander. Gibt Einheitenerfahrung, Wissen, Schädel, ein bisschen Binde der Magie, ne? Können wir mit allen machen hier. So. Aber zuerst machen wir den mal platt. Ja, wir kommen bis rüber. Ich kann die andere Stadt auch noch angreifen. Das heißt, wir reißen das jetzt nieder, ne? Hier ist ja nichts mehr zu holen, das haben wir schon geplündert. Wir reißen das also nieder. Er kriegt leider keinen Dings mehr. Aber damit er wieder ein bisschen auffrischt hier, schicken wir ihn dieses Mal in die Offensive. Oh, die sind beide weggerannt. Hast du was aber auch. Oh, einen Moment schnell. Wir geben... Hau drauf, hier nix noch dieses Schwert hier. Hm? So, dann haben wir hier... Rico, du bewegst dich mal bitte hier hin. Gib mir mal ein bisschen Info. Was macht er? Gegen wen kämpft er? Gegen die. Das heißt, er ist hier hochgegangen, ne? Also. Morgenheim muss dann hier sein, wenn das die Provinz ist. The Drinker of Blood. Yagath. The Wrathful Reaper. So, wir machen unsere Dämonen noch stärker. Dann bewegen die uns hier hin. Also ihr seht gerade, dass wir das Blutvergießen einfach pushen. Ne? So. Er greift jetzt an, er hat noch eine Runde zu leben, bis er Schaden kriegt. Ja, dann machen wir schnell eine Autoschlacht, das ist schon okay. So, auch das rauben wir jetzt aus. Und jetzt müsste er, wenn ich es richtig in Erinnerung habe... Genau, jetzt kriegt er wieder ein paar Runden dazu, wie ihr seht, ne? Blood awaits elsewhere. Order sends us on. So. Wir steigern die Mobilität nochmal für die Armee. Skulls. A pause before butchery. Macht gar keinen Unterschied, ne? Also wir machen es trotzdem auch, wir beide. Wir können dann, glaube ich, noch rekrutieren. Ja, genau. Wir könnten jetzt noch ein bisschen rekrutieren. Ich bin mir am Überlegen, hier sogar noch eine Armee aus dem Boden zu stampfen. Auf der anderen Seite. Generiertes Einkommen. 20 Einkommen aus allen Gebäuden plus 30 lokale Regionen. Feindliche Armee minus. Hier haben wir 100, sind mit 20 dann 20, ja 30 dann 30 mehr.
Wenn ich es ausbauen, wird es 200, sind dann 660. Ich würde sagen, wir machen mal das, die Trophäenregale hier rein. Plus 1% Chance, Ruinenprovinz bei Rundenbeginn zu kolonisieren. Ist das fraktionsweit, aber halt nur für die Provinzen? Ich habe irgendwo nie nur eine Anzeige. Na, wir machen das. Wir könnten das jetzt ausbauen. Ich muss aber ehrlich sagen, wir warten lieber die drei Runden und dann bauen wir den hier aus, ne? Dann kommen wir hier schon mal an die ran. Hier würden wir sogar noch an die oben rankommen, also die Halberdisten und Co. Ich muss ein bisschen auf das Geld achten. Ja, ich muss auf das Geld achten, ja. Also wir arbeiten mit Plündern, größtenteils, ja. Das ist unser Ding. Wir arbeiten größtenteils mit Plündern, aber ich will auch das hier nicht ungeschützt lassen, deswegen überlege ich mir halt eben, hier trotzdem noch jemanden zu holen. Auf der anderen Seite, die haben hier wahrscheinlich rekrutiert, größtenteils, ne? Das heißt, er wird hier gar nicht viel haben. Devotee of the Bloodfather. Wir machen weiter. Ich denke, dass uns das, würde uns das Genick brechen. So, Entschuldigung. Das ist lieb, dass dein Sohn einen Twitch-Account macht, um ihn zuzuschauen. Aber gut. Und hi. So, jetzt müssen wir das wieder angreifen. Was machen die Bretonen denn hier? Oben sehe ich die nicht. So, einer ist hier. Das sieht mir ein bisschen danach aus, dass sie in Hinterhalt gelegt haben. So, wir lassen ihn das nochmal angreifen, damit er wieder ein bisschen mehr refreshed. So, dieses Mal reißen wir es nieder. Also ihr merkt schon, wir holen aus jeder Siedlung das Maximale raus, ne? Wir machen da immer zwei schöne Angriffe. So, 7, warte mal, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sind 7 Punkte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich kann, also ich überlege mir gerade, ob ich, er ist gerade Level 7, ich überlege mir gerade, ob wir sparen und ein paar Punkte auf die Seite legen, dass wenn er 13 wird, dass wir gleich komplett fertig machen können. Das ist voll gemein. Aber ja, das ist der Plan. Gehen wir noch auf Verlustverstärkungsrate oder mache ich ihn einfach noch zur absoluten Kriegsmaschine? Oh, ein Geschosszauber ist auch nicht schlecht. Ja, wir haben schon ein bisschen Problem, ne, mit der Versorgung. Ich würde sagen, einen Punkt hauen wir hier schon noch drauf. So. Jetzt steht der da und der steht hier. Können wir den angreifen und töten? Okay, er rennt weg, ja, wie zu erwarten war. Battletoads ist noch eine Runde da. Ich weiß nicht, müssen wir die Sachen überhaupt kämpfen, wenn er sagt, es ist ein entscheidender Sieg? Ja, komm, machen wir mal wieder, ansonsten ist er voll langweilig.
Hauptsächlich mache ich es auch, um die hier ein bisschen zu schützen, ne? Also wir schicken die größtenteils rein und die größtenteils rein und die lassen wir ein bisschen im Hintergrund, damit nicht so viele Verluste drin sind, weil die können sich ja wieder auffüllen. Ja, aber wenn die immer Schaden kriegen, dann sind wir irgendwann in einer Situation, wo es dann schwierig wird. So, wir schieben die mal schnell. Um zu erklären, was ich hier gemacht habe. Ich habe die Linie hier so gestaltet, dass auf der Seite wir die Chaoskriege haben, jeweils, ne? Und in der Mitte die hier. Das könnt ihr machen, indem dass ihr die hier einfach so schiebt. Ne? Und dann werden die auch in dieser Reihe, werden sie sich dann auch aufstellen. Die machen wir, da machen wir eine zweite Reihe dahinter. Die Doggos schicken wir schnell da rein. Die zwei da. Dann bewegen die uns langsam vorwärts. Ich vermisse ein bisschen Magie bei Khorne. Also muss schon so, aber ich vermisse trotzdem ein bisschen die Magie hier. Ja, und sie haben wieder diese komische Schlachtaufstellung. Was soll ich da denn sagen? Ja. Wir holen hier schnell die Dämonen raus. Damit wir die Reiter schon mal in den Nahkampf binden. Go. So, ich würde sagen, die umkreisen wir, ne? Die schicken wir jetzt trotzdem noch rein. Das Ding ist halt, dass die Dämonen schneller sind als die Chaos-Barbaren, ne? Das ist ein bisschen umständlich. Kannst du den Kommandanten angreifen? Und was hast du eigentlich gerade für einen Bonus? Gar nichts, okay. Pfeife auf den. Und schlachten die hier ab. Das ist auch ein Abschlachten, ne? Oh! Touchdown! Er ist weg! Was macht er da für einen Kick rein, Mann? Holy shit. Okay, da kommen die Wildschweinreiter. Ich will sie nicht anstürmen lassen. Deswegen stellen wir ihn bereit. Als Einzelentität, als Unit, soll er die nämlich abfangen. So, damit sind sie abgefangen. Aufteilen nochmal wieder. Die Hunde schicke ich mal schnell dahin, die können die aufessen. Yum, yum. So, Heldenkommandant auf den El Jefe. Ja, der erste Ansturm. Oh, der tut so weh. Das ist so gut. Hm. Die könnten wieder zurückkommen, ne? Tun sie. Nice. Bin trotzdem so frei, dass wir noch alles abschlachten, was geht. Mal schnell den Kommandanten. Den Schädel will ich schon haben, ne? Den Schädel will ich schon haben. Ja, schnell den Nahkampf steigern. Njam, njam, njam. Blut, Blut, Blut. Knochen, Knochen, Knochen. Was für ein Abschlag von Skarbrand. Ja, der hat ihn einfach ins Jenseits gekickt. Er hat ihn so weit weggekickt, dass die jetzt einfach. Der ist einfach in einem anderen Total War. Der ist jetzt in Rome 2. Er lebt jetzt bei den Galliern. Einfach aus diesem Universum rausgekickt. So. Sehr sweet. So,
Das haben wir gekriegt. Okay, sind wir ein bisschen schneller. Wir nehmen die Schädel. So, die Idee ist, dass wir uns jetzt hier wieder zusammentun. Legion, don't stop. Seek victory. Erhalte eine Nahkampfwaffe. Ich bin ehrlich. Schickt unser... beschwört eine Einheit raus, Furien. Können wir das Hau drauf wie nix geben? Ja, du kannst jetzt raus, Furien, beschwören. Wenn dir gerade danach ist. Ich glaube, wir sparen die Fähigkeitspunkte von ihm jetzt. Damit wir hier direkt den direkt komplett fertig machen. Physische Resistenz und Waffenstärke, das hatten wir schon nachgeguckt. So, wir haben jetzt ordentlich Geld, wie ihr seht. Das liegt auch daran, dass wir die über die Dings gekriegt haben, ne? Tja, jetzt könnten wir einen Kriegsherrn des Chaos holen, der uns eine Chance auf Abwehren eines Hinterhalts gibt, oder Wut, oder einen Herold. Korruption... Randalierer, oder wir machen ihn stärker. Ich weiß gar nicht, verwandeln sich die irgendwann noch? Also steigen die irgendwann noch auf? Kriegen die irgendwann ein Angebot? Von Korn? Noch mächtiger und größer zu werden? Schon, oder? Ich dachte schon. Wir nehmen den Stärkeren. Und der Stärkere, der kriegt natürlich einen Namen von YouTube. Und der hier heißt Mike William Brown. Das B noch groß. Gratuliere, Mike. Weißt du was? Wir ändern das schnell. Auf nur Mike. Wir machen nur Mike. Mike ist gut. So, dann nehmen wir hier, wen nehmen wir denn noch rein? Machen wir auch mal ein paar von denen oder die hier? Ne, wir gehen mit denen hier. Das ist keine Kultist eigentlich, Fähigkeiten. Mauern beschädigen. Und er, jetzt muss ich kurz gucken, er füllt die Truppen auf. Also Truppen auffüllen, Bonus. So, Mike ist da am Start. Das wollten wir überspringen. Gebäudetechnisch wollten wir das auch überspringen. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Runden das hier denn klappt. Also, Held nicht bewegt. Ah ja. Was kann er dann gegen die machen? Kann das noch behindern? Lauf mal schnell bis hier hin. Ja, jetzt ist Mike mit am Start. Mike. Hallo, hallo. Galbaras werden wir übrigens einnehmen, weil wir dann die Provinz theoretisch knacken können. Ja, zudem haben wir hier ein Wahrzeichen, das wir ja unbedingt holen wollen. Ja, Schädel pro Runde, ja, das müssen wir unbedingt holen. So, wir haben es fertig geforscht. 5% höhere Chance, dass wir hier zum Beispiel das reinkriegen. Was genau ist dein Plan, Mann? Halt's Maul oder ich töte dich. Ich bin so ein netter Mensch. So.
Innerer Zorn, Unterhalt für Chaoskrieger, Außerkoren und Chaoskrieger des Korn. Das sind alles die hier, ne? Die Blutarmeen können weiterlaufen. Mehr Einkommen nach der Schlacht. Zauberresistenz. Ah, das ist regenerativ. Unterhalt für Armeen des Blutes. Minus 5. Wisst ihr was? Wir nehmen den hier, weil der gibt hier dieses schöne Banner. Und das Banner macht, dass wenn jemand im Kampf ist, dass er durchgehend heilt. Und ja, ihr wisst, wer das Banner kriegt. Okay, die Blutarmee regeneriert übrigens nicht. Die läuft jetzt bis hierhin. Du läufst auch bis hierhin. The Lord of Murder's Decree. Bekämpfen die sich gegenseitig? Was ist hier alles drin? Mit dem hier? Nein, ihr bekämpft euch nicht gegenseitig. Bisschen auffüllen. Rico, du kämpfst da mit. Wehe, der geht jetzt das da holen, ne? Wäre ich aber sauer. So, 4000, um das aufzubauen. Fünf Runden. Ich will wissen, ob da hier eine Armee aus dem Boden stampft oder nicht. Nicht? Okay, dann könnten wir theoretisch bis hier hin. Also minus 1000 sind dann 3000. Machen wir mal 4. Plus noch 2. Haben die noch Fliegende? Nein. Also Mike, dann hoffen wir, dass das da funktioniert. Kannst du gegen dich kämpfen, um wieder Bewegung zu kriegen? Also ich kann, die zwei Armeen können nicht gegeneinander kämpfen und Unheilige Manifestation hat gerade einen Cooldown von 10 Runden. Das heißt aktuell gerade nicht. So, minus 10. Plus das hier. Wir können hier ein bisschen tricksen, indem dass wir die zusammenlegen. Dann sparen wir ein bisschen was, weil die kosten mich halt auch Unterhalt. Tja, und dann warten wir noch die eine Runde. Und wenn wir dann Galbaras geplündert haben, dann können wir es dann anschließend besetzen. Ja, dann kommt das gut. Uff, cool, dann 10. Ja, es ist sogar mehr, es ist glaube ich 15. Wir haben ja schon 5 Runden durch. Was hat jetzt die blöde Hand hier vor? Eine gegnerische Macht ist zum Verhandeln gekommen und wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse. Guck mal an, wer da Frieden will. Eine Provinz gesichert. Es ist passiert, meine Damen und Herren. Das hier wurde besiedelt. Gerade noch rechtzeitig. Der wollte das holen. Hier. Zur Zerstörung hingezogen. Gor-Gazan. Das hier. Aber die verdammten Bretonen haben sich das hier gesnackt. Mann, das ist ja richtig mühsam. Okay, was ist eigentlich die Siegesbedingung? Wir müssen Slaanesh töten. Dafür müssen wir hier hin. Und 80 Siedlungen ausrauben oder niederreißen und so. Hey, warte mal kurz, was ist eigentlich der kurze Sieg? Das ist ein schönes Schwert. 35 Siedlungen. Ja. Wieder fix. Das ist die erste Folge und wir haben schon 6. Gut. Wie viele Runden steht der noch? 2. Gibt nach wie vor noch den Bonus. Wir könnten das ausbauen. Och nö, ich bin nicht weit genug gelaufen. Ärgerlich. Gut, in der nächsten Runde dann, ne? Ein bisschen Schiss, dass der da steht. Scarborough.
Eine mannhafte Niederlage, sagt er mir also. Okay. Da ist auch ziemlich viel drin. Jetzt sagt er ein Pyrrhus-Sieg. Ob wir es gewinnen oder ob wir es verlieren, werden wir in der nächsten Folge herausfinden, meine Damen und Herren. Ob wir Galbaras erobern oder nicht. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn wir das schaffen, kriegen wir unglaublich viel Kohle. Nice. Und ihr seht mal die Units hier. Das in der nächsten Folge. Irgendwo brauche ich eine Pause. Einen guten Cliffhanger. Die nächste Folge spannend zu machen. Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Sehr gerne Feedback da lassen zu Skabrand. Auch zu den Erklärungen. Also ich habe extra versucht, ein bisschen viel zu erklären am Anfang, damit ihr einen Überblick habt, falls ihr Skabrand selber mal spielen wollt. Gerne ab in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.